Hello, Pastor Bill. It's such an honor to have you with us at the ICF family this weekend. I've been 19 years old when I read your book. It was really touching for me, and it's so great that you're with us. And so we welcome you on the stage. The stage is yours. Thank you for being with us. Well, give the Lord a praise. Gib dem Herrn einen Applaus. Come on, give God a praise. Gib dem Herrn einen Applaus. That's why we're here. Deswegen sind wir hier. Look at the person next to you. Schau mal die Person neben dir an. Just slap him in the arm. Just und schlag ihm mal auf den Arm drauf. Schlag tell him, ihn. Tonight's your night. Und sage, heute Abend come ist on, dein tell Abend. Somebody. Sag's mal jemand. Tonight is your night. Heute Abend ist dein yeah. Abend. Welcome, welcome. Willkommen. Whatever else words. What's another good German word? Hallo. Hallo. That's close enough. Hey, good evening, guys. Nice to be here. Schönen guten Abend. Ist gut hier zu sein bei euch. We were looking back through the records and I've been coming to Germany now almost 20 years. Every year, about this time of year. Wir haben so reingeschaut in unsere Geschichte und haben gemerkt, seit 20 Jahren komme ich schon hier. Ungefähr immer zu dieser Zeit bin ich hier. So it's a very exciting time for me to have a chance to be back and to be at ICF. Munich. Das ist eine aufregende Zeit für mich, hier zu sein und natürlich im ICF München. Thank you guys for letting me hang out. Danke, dass ich bei euch abhängen darf. Danke. As you came in tonight, there was a couple of things on your chairs. Get them out real quick. Und während ihr heute Abend reinkam, waren so ein paar Sachen auf eurem Stuhl. Holt die mal schnell raus. One of the first things I want you to look at is the calendar. Eine der ersten Sachen, die ihr anschauen dürft, ist ein Kalender. Very important part of a Metro World Child meeting. Ein sehr wichtiger Teil einer Metro World Child Veranstaltung. I do not give you these so you can find out what day it is. Ihr bekommt ihn nicht, damit ihr herausfindet, was für einen Tag wir heute haben. That's why you have a cell phone. Deswegen habt ihr ein Handy. Come on, guys, work with me. Arbeitet mal mit mir ein bisschen hier. I'm going to loosen you guys up for tonight's show. Also, ich werde euch ein bisschen locker machen gleich. I want you to take this home with you. Put it up as a reminder to pray for me, pray for the kids. Nimm das mit nach Hause als eine Erinnerung für mich zu beten und für die Kinder zu beten. There's just a lot of doors that are opening for us around the world. Auf der ganzen Welt öffnen sich für uns viele Türen. I don't know if you saw it on the news, but there were 23 of those girls that were rescued from Boko Haram last year that were kidnapped in Nigeria. Ich weiß nicht, ob ihr es im Fernsehen gesehen habt, aber 23 dieser Mädchen, die von Boko Haram gekidnappt worden sind letztes Jahr in Nigeria. Because I worked with George Bush as one of the presidential advisors years ago in Washington. Vor vielen Jahren habe ich mit George Bush auf der Präsidentenberaterebene gearbeitet. I made some good connections with some Navy SEALs. Ich habe dort ein paar gute Verbindungen zu Navy SEALs hergestellt. So when everybody else said we could not rescue those girls, I and some other men, some of it's classified information, we went in, got in a gunfight and rescued 23 of those girls. Als andere Leute gesagt haben, man kann da nichts machen, bin ich und ein paar andere Männer, haben sich zusammengesetzt, und es ist auch vertraulich, einiges davon, und die sind reingegangen und haben nachts mit einer Schießerei und 23 Mädchen rausgeholt. So when you saw me put on the bulletproof vest in the video, that wasn't just for the video. Und als ihr mich gesehen habt, diese kugelsichere Weste anzuziehen im Video, das war nicht nur für das Video. We go to places where other ministries and ministers do not go. Wir gehen an Orte, wo andere Prediger und Dienste nicht hingehen. And because of that, over 140,000 children were in Sunday school at Metro last week. Und aufgrund dessen waren letzte Woche über 140,000 Kinder in den Sonntagsschulen von Metro. That's never been done in world history. Das gab's in der Weltgeschichte bisher noch nie. You guys are part of history tonight. You need to know that. Ihr seid heute Abend Teil von der Weltgeschichte. Das müsst ihr wissen. So you can give God a praise. Also du kannst Gott einen Applaus come dafür on, give geben. The Lord a praise. Gib dem Herrn einen Applaus dafür. That's what tonight's about. Darum geht es heute Abend. I ask you to take the calendar home with you. Ich habe euch gebeten, den Kalender mit nach Hause zu nehmen. Put it up, remember to pray. Häng ihn auf, erinnere dich daran zu beten. The website is on there. My personal email is on the website. I answer my own emails. Die Homepage ist drauf, meine persönliche E-Mail-Adresse, und ich beantworte auch meine persönlichen E-Mails. I have several German-speaking staff members in New York City, so they can translate. Ich habe mehrere deutschsprachige Mitarbeiter in New York City, und die können das für mich übersetzen. And take the newsletter home. Read it tonight. When you get back home this week, a lot of good information on there. Nimm den Rundbrief mit nach Hause, lese ihn, es ist eine ganze Menge gute Informationen da drin. And I believe it'll help you to understand the impact
that Metro and our team around the world is making for the glory of God. Ich glaube, es wird euch helfen zu verstehen, was für einen Einfluss Metro und die Teams auf der ganzen Welt machen. As you leave tonight, as you go up the stairs to the right, over by the toilets, they put me almost in the toilet. Also wenn ihr heute Abend rausgeht, auf zur rechten Seite, fast wenn ihr auf der Toilette landet, da stehen wir. Not quite in the toilet, but almost. Nicht direkt in der Toilette, aber fast. Exactly. There's books, curriculum, DVDs, Bücher, all kinds of things. Lehrpläne, DVDs, alle möglichen Sachen. I don't have time to go into detail. Ich habe keine Zeit, da ins Detail zu gehen. There's some things, if I say something tonight in the message that captures your attention, you may want to stop by and learn more after the service. Wenn es irgendwelche Dinge gibt heute Abend, die ich sage, die deine Aufmerksamkeit erlangen, dann kannst du nach dem Gottesdienst da vorbeikommen und schauen, was es da so alles gibt. If you enjoy reading books, the have-to book is this one, Verlorene Kinder. Wenn du Bücher gerne liest, das, was du wirklich haben musst, ist dieses Verlorene Kinder. Actually tells the story of how Metro has become the largest organization of its kind in the world today. Es erzählt die Geschichte, wie Metro die größte Organisation seiner Art auf der Welt geworden ist. It'll challenge you. It'll challenge a friend. If you need a friend that needs a kick in the pants, this is your kick in the pants book. Es wird dich herausfordern. Es wird deinen Freund herausfordern. Wenn dein Freund einen Arschtritt braucht, ist das richtige Buch dafür. That's right. Who has not read this book? Wer hat dieses Buch noch nicht gelesen? You have not read. Du hast dieses Buch noch nicht gelesen. There you go. Coming at you. Hier, Achtung. Merry Christmas. Schöne Weihnachten. There you go. All right. Anybody else want a book? Möchte noch jemand ein Buch haben? You can buy them right after the service. Du kannst sie kaufen direkt nach dem Gottesdienst. Right upstairs. Direkt folks. Dort oben. Right upstairs. One of the books I didn't talk about this morning was this book called One-Eyed Kings. Eine der Bücher, die ich heute Morgen nicht vorgestellt habe, ist dieses Buch Einäugige Könige. One-Eyed Kings. In the land of the blind, the one-eyed man automatically becomes the king. Im Land der Blinden ist der Einäugige automatisch der König. It'll speak to you about vision. Es wird zu dir sprechen über Seeing Vision. Beyond yourself. Über dich selbst hinauszusehen. Seeing beyond your culture. Über deine Kultur hinauszusehen. Realizing that one person really can make a difference. Und zu realisieren, dass eine Person wirklich einen Unterschied machen kann. So if you're interested in that, there's just so many books. I just finished. Bücher hier. Just finished this one. Ich habe gerade eben das hier fertiggestellt. Explain to this one a little bit. Das heißt, give me a close up on this, guys. Schildkrötengalopp. See? Come on, Jesus. This was made specifically for Germans. Das ist besonders für Deutsche geschrieben. Oh, shush. Anyways, did you ever feel like, you know, that you're just moving, pushing, trying to do something for God, and all your friends are going, slow down, slow down. Hast du jemals das Gefühl gehabt, du versuchst, was zu machen, vorwärts zu gehen für Gott, und alle deine Freunde sagen ihm, hey, langsam, langsam. Now you need to buy this book. Dann musst du dieses Buch kaufen. And the next time somebody tells you to slow down. Und das nächste Mal, wenn dir jemand sagt, du sollst langsamer werden. Take this book. Dann nimm dieses Buch. And hit him in the head. Und hau ihm eins auf den Kopf. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Tell him, I'm not slowing down. You need to speed up. Sag der Person, ich werde nicht langsamer, du musst schneller werden. Amen. Amen. They need to speed up. Die müssen schneller werden, oder? Getting people to speed up. Leute dazu zu bringen, etwas schneller All zu werden. All kinds of things at the back table. Eine ganze Menge Sachen auf den Büchertischen. But I always keep this for last because, as far as I'm concerned, this is the most important thing that you're going to see tonight. Aber heb mir das immer bis ganz zum Schluss auf, weil ich denke, das ist das Wichtigste, was ihr heute Abend These seht. These are pictures of some of the kids that we have committed our lives to. Das sind Bilder von einigen der Kinder, denen wir unser Leben hingegeben haben. Most of you know my story. Die meisten von euch kennen meine Geschichte. My mother, who was an alcoholic, left me on a street corner when I was 12 years old. Meine Mutter, eine Alkoholikerin, ließ mich an der Straßenecke zurück, als ich 12 Jahre alt war. She just didn't want me anymore. Sie wollte mich einfach nicht mehr haben. So she left me on a corner, she walked away. So she never came back. Ließ mich an der Straßenecke zurück, ging weg und kam nie mehr zurück. The team is just now bringing pictures of these kids and they're going to put them here on the stage. Die Mitarbeiter bringen jetzt einige dieser Bilder und legen sie auf der Bühne hier aus. I've asked them to do this for a specific reason. Ich habe sie gebeten, das zu tun aus einem ganz bestimmten Grund. Because at the end of the service, you're going to have a chance to pick one of these children. Denn am Ende dieses Gottesdienstes habt ihr die Möglichkeit, eins dieser Kinder auszusuchen. That are basically just like I was
when I was a little kid. Die praktisch so waren wie ich, als ich ein kleines Kind war. We have kids from the Metro Sunday School in Kenya. Wir haben Kinder aus der Metro Sonntagsschule aus Kenia. Metro Sunday School Philippines. Sonntagsschule aus den Philippinen. Even some kids from Metro New York. Sogar welche aus New York. For instance, we just had one of the kids in New York parents die of AIDS, and there was no money to do a funeral. Und wir hatten vor kurzem erst ein, die Eltern von einem dieser Kinder sind an AIDS gestorben und es gab kein Geld, um eine Beerdigung zu halten. The kids happened to be sponsored, so the sponsor decided to do a fundraiser to raise enough money to bury the mother who had died of AIDS. Die Kinder, die in einem Patenschaftsprogramm waren, die Paten, die haben dann entschieden, ein Fundraising zu machen, um genug Geld zu sammeln, damit die Mutter wirklich ordentlich begraben werden konnte. That's what this represents, guys. Und dafür steht das hier. It gives you an opportunity to take one child. Es gibt dir die Möglichkeit, ein Kind zu nehmen. I don't know who's here tonight. There may be a businessman, maybe through your business. You can take 2, 3, 4 kids. I don't know what you can do. Ich weiß nicht, wer heute Abend hier ist. Vielleicht bist du ein Geschäftsmann. Du kannst 1, 2, 5 Kinder nehmen. Keine Ahnung, was du tun kannst. But this is an opportunity for you to do something for this child that one man did for me. Aber es ist eine Möglichkeit für dich, das für ein Kind zu tun, was dieser Mann für mich getan hat. See, because the rest of the story for me, for those of you that don't know it, für die Geschichte nicht kennen, der Rest meiner Geschichte went like this. Ging folgendermaßen. I sat on that corner for 3 days. Ich saß 3 Tage lang in dieser Straßenecke. No food, no water. Kein Essen, kein Trinken. The only person that stopped. Die einzige Person, die anhielt, was just a very ordinary Christian man. War ein sehr gewöhnlicher Christ. He was on his way home from work. Er war auf seinem Weg nach Hause von der Arbeit. He pulled his truck over to the side of the road. Er hat sein Auto an die Straßenseite gefahren. Walked across the street to where I'd been sitting. Lief über die Straße dorthin, wo ich saß. Put his hand on my shoulder. Hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. And just asked me, "Are you okay?" Und fragte mich einfach nur, geht's dir gut? That's it, folks. Das war's, Leute. That's the story. Das war die Geschichte. But because one man whose own son was in the hospital dying of leukemia and yet he still stopped. Ein Mann, dessen eigener Sohn im Krankenhaus lag, sterben an Leukämie, und er hielt trotzdem an. I tried to tell him I was hungry and my mother was gone. Ich habe versucht ihm zu sagen, dass ich hungrig war und meine Mutter weg. He got his wife, she brought me some food and water. Er holte seine Frau, sie hat mir Essen und Trinken gebracht. He made some phone calls. Er hat ein paar Telefonanrufe getätigt. 5 hours after that connection on a street corner. 5 Stunden nach dieser Verbindung an dieser Straßenecke. He was putting me in a church van and sent me to a Sunday school camp where I heard the story of Jesus for the first time. Hat er mich in einen Kirchenbus gesetzt und zu einem Sonntagsschulcamp fahren lassen, wo ich die Geschichte von Jesus zum ersten Mal hörte. Here's the part of the story that even when I'm on television, most people miss. Und hier ist der Teil der Geschichte, den sogar wenn ich im Fernsehen bin, die meisten Leute verpassen. 140,000 kids were in Metro Sunday School last week. Letzte Woche waren 140,000 Kinder in den Sonntagsschulen von Metro. How'd that happen? Wie ist das passiert? Let's take it back. Lass uns mal zurückspulen, zurückgehen. To 1961. Yeah. When that man picked me up off the street. Als dieser Mann mich von der Straße mitnahm. That's where this all started, folks. Da hat das alles angefangen, Leute. One person cared. Eine Person hat sich gekümmert and he put something into motion und hat etwas in Bewegung gesetzt. That's brought me here in front of you tonight. Und das hat mich heute Abend heute vor euch gebracht. We have an office in Dortmund. Wir haben ein Büro in Dortmund. It helps to facilitate your connection with your sponsor child. Das hilft, die Verbindung zu eurem Patenkind herzustellen und zu bearbeiten. At the end of the service, I will be up here. The team will be up here to answer questions. Am Ende des Gottesdienstes werde ich hier vorne sein. Unser Team wird hier sein, um Fragen zu beantworten. It's a 28 € a month commitment. Es ist eine Verpflichtung von 28 € im Monat. You can be as involved in the child's life as you choose to be. Und du kannst so sehr am Leben dieses Kindes beteiligt sein, wie du dich entscheidest. And if you ever wondered, does this sponsorship thing really make a difference? Wenn du dich jemals gefragt hast, macht diese Patenschaftssache wirklich einen Unterschied? A lot of questions, I get it. I've done this for 50 years. Ich weiß eine Menge Fragen, verstehe ich schon. Ich mache das seit 50 Jahren. But I met this young girl, her name was Rosie, in Ethiopia. Aber ich habe dieses junge kleine Mädchen in Äthiopien getroffen. And she is Rosie. So many cultures of the world,
the little girls are not valued. And Africa, unfortunately, is one of those cultures. Und in so vielen Teilen der Welt werden Mädchen überhaupt nicht wertgeschätzt. Und in Afrika ist leider auch so ein Teil dieser Welt. And the parents wanted a boy. They had Rosie. They kept her for a while. Und die Eltern wollten eigentlich einen Jungen. Sie bekamen Rosie, haben sie eine Zeit lang behalten. Then they decided they just didn't want her anymore. Und haben sie sich entschieden, dass sie sie einfach nicht mehr brauchen. I understand that. Und das verstehe ich. And they took her out to the bush. They chained her to a tree. Und sie haben ihn in den Busch rausgebracht, haben sie an einen Baum angekettet. They were just going to let her starve to death, and then the animals come and eat them. Und sie wollten sie einfach verhungern lassen, dann wären die Tiere gekommen, hätten sie dann aufgefressen. And I got to the orphanage, and the guys were telling me that they'd heard about some girl. It was chained up out in the bush. Und ich kam in dieses Waisenhaus und die Mitarbeiter haben mir da erzählt, dass sie die Geschichte gehört haben, dass da draußen irgendwo ein Mädchen angekettet ist im Busch. So I said, let's go try to find her. Und ich habe gesagt, okay, lass uns gehen und sie finden. We jumped in the Jeep and just started driving around. Wir sind in den Jeep eingestiegen und sind einfach dann mal losgefahren. We found Rosie. Und wir haben Rosie gefunden. She had her hands and her feet chained to this tree. They were just starving her to death. Und ihre Hände und ihre Füße waren an diesen Baum gekettet und sie war einfach gerade am Verhungern. So I went back to the orphanage, got a hacksaw, went back and I cut her loose. We picked her up, we took her to the orphanage. Also bin ich zurück ins Waisenheim, habe eine Säge geholt, habe sie losgesägt und haben sie dann zurückgebracht wieder zum Waisenhaus. Mark, do you have that picture of Rosie? I think I've got a picture. I took her myself. We got to the orphanage. Wir kamen im Waisenhaus an. She was pretty bad shape. Uns ging's gar nicht gut. Pretty bad shape. So I had to leave. Thanks, guys. Take that down. And I talked to the guys and I said, look, I'm going to try to get a sponsor for her when I get back to the States. Ich habe den Mitarbeitern gesagt, okay, ich versuche einen Paten zu bekommen, wenn ich zurück bin in den Staaten. And I was speaking at a leadership conference the next week and I got that picture and one family from Texas said, we will sponsor her. Ich habe in einer Leiterschaftskonferenz dann gesprochen in Texas und ich habe dieses Bild auch da hingelegt und eine Familie hat gesagt, wir werden sie sponsoren. It was about 6 months after that, I got a chance to go back to Ethiopia and check and see how the kids were doing. So, you know, right away, I wanted to see how Rosie was doing. Und 6 Monate später hatte ich eine Chance, wieder zurück ins Waisenhaus zu gehen, um zu schauen, wie die Sachen dort laufen. Und ihr könnt euch vorstellen, die erste Frage, die ich gefragt habe, war, wie geht's Rosie? And 6 months later. Und 6 Monate später. Mark, give me that other picture, if you will, please. That's Rosie. Das ist Rosie jetzt. Come on, give the Lord a praise. Gib Gott einen Applaus. So if you ever wondered, folks, if any of this makes a difference? Also wenn ihr euch jemals gefragt habt, ob irgendwie sowas einen Unterschied macht, you don't need to wonder anymore. Dann müsst ihr euch nicht mehr fragen. This is an opportunity for you to jump in and take one child, just like that man picked me up, just like we helped Rosie. Das ist eine Möglichkeit für euch, ein Kind zu nehmen, so wie es ein Mann bei mir gemacht hat, oder so wie wir es bei Rosie tun konnten. I'll get you out of here in plenty of time for you to come up here tonight. Take your time. Look it over. Ihr werdet genügend Zeit nach dem Gottesdienst haben, nach vorne zu kommen und euch das anzuschauen. I hope you'll be able to help us help them. Ich hoffe, dass ihr uns helfen könnt, damit wir ihnen helfen können. Father, I pray in the few moments we have left in this service. Und Vater, ich bete für die paar Momente, die wir übrig haben in diesem Gottesdienst. God, give me a clear mind. Gott, gib mir einen klaren give Verstand. Me a clear word. Gib mir ein klares Wort. God, speak to us. Gott, spricht zu uns. So you can speak through us. Damit du durch uns sprechen kannst. Because we have an opportunity to make a real difference in this world. Denn wir haben die Möglichkeit, einen echten Unterschied in dieser Welt zu machen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Get your Bibles open quickly. Holt mal schnell eure Bibeln raus. Because I want you to look at the Gospel of John, chapter number 20. Ich möchte, dass ihr im Evangelium des Johannes im Kapitel 20 lest. The Gospel of John, the 20th chapter. Im Evangelium des Johannes im 20. Kapitel. Because in this 20th chapter, it's one of those unique stories that I guarantee you've never heard preached before. In diesem 20. Kapitel ist eine dieser einzigartigen Geschichten, wo ich euch garantieren kann, dass ihr sie vorher noch nicht gehört habt. Because even though it seems like it's just the Easter story. Und obwohl es so ausschaut, als ob es nur eine Ostergeschichte there's wäre. A deeper truth here tonight. Gibt es da heute Abend sogar noch eine tiefere Wahrheit? And I want you to follow me because we're going to try to answer a question
together. Denn ich möchte, dass ihr mit ihr mitgeht, weil wir versuchen heute Abend gemeinsam eine Frage zu beantworten. Many of the sermons that I preach, whether it's on television or pastor schools, leader conferences, they usually come from someone asking me a question. Viele dieser Predigten, die ich predige im Fernsehen oder auf Konferenzen, die kommen normalerweise von daher, wo jemand mir eine Frage gestellt hat. And it catches my attention. Und diese Frage bekommt meine Aufmerksamkeit. And then in the course of me trying to answer the question, a sermon is birthed as the answer. Und während ich versuche, diese Frage zu beantworten, kommt eine Predigt zur Geburt. So it is tonight. Und so ist es auch heute Abend. The question tonight is simple. But maybe the answer is not. Die Frage heute Abend ist einfach, aber die Antwort vielleicht nicht. The question is, what do you see? Die Frage ist, was siehst du? What do you see? Was siehst du? Because in this 20th chapter of John, in diesem 20. Kapitel des Johannes, the three people that were closest to Jesus come to the empty tomb. Die drei Menschen, die am nächsten an Jesus dran waren, kommen zum leeren Grab. Jesus is risen. Jesus ist auferstanden. He's told them he would die. Er hat ihnen gesagt, dass er sterben würde. But he told them 3 days later he would rise again, which he did. Aber er hat auch gesagt, dass er 3 Tage später auferstehen würde, und er ist auferstanden. And so the three that we see coming to the tomb first after the resurrection. Und die drei, die als erstes zum Grab kamen nach dieser Auferstehung, are Mary, sind Maria, then Peter, dann Petrus, then John, und dann Johannes. Now remember, folks, these were some of Jesus's closest friends. Und erinnert euch daran, das waren einige der engsten Freunde von Jesus. They knew the man. Sie kannten den Mann. Clear up my sound. Give me just a little sharper, a little bit more, guys. Just a hair. I'm getting ready to yell now. I'm getting ready to preach. Here we go. These three people that Jesus knew, they knew the man personally. Diese drei Leute, die kannten den Mann ganz persönlich. They saw the miracles. Sie sahen die Wunder. They heard the message. Sie haben die Botschaft gehört. And now, und jetzt, they're looking into an empty tomb. Schauen sie in ein leeres Grab hinein. What do they see? Was sehen sie? Let's take a look at it quickly. Wir schauen uns das schnell mal an. And let's see if we can answer the question. Und mal sehen, ob wir diese Frage beantworten können. In this first verse of the 20th chapter, im ersten Vers des 20. Kapitels, Mary comes first. Kommt zuerst Maria. She looks in, she sees the stone had been moved. Sie schaut rein, sie sieht, dass der Stein zur Seite gerollt she ist. She saw the tomb was empty. Sie sah, dass das Grab leer war. And the word in your Bible is see or seeth. She sees the stone moved, the tomb empty. She sees it. Und das Wort, das in der Bibel gebraucht wird, ist sehen. Sie sah, dass das Grab leer war, dass der Stein weg ist. Sie sieht das. Now, that, which word is that here? Which one is this? Wo haben wir das denn hier auf Deutsch? Sie sah. Sie saw. See whatever. Yeah, whatever. Sah. Aha. Close enough. Seesaw. Seesaw. Got it. Mm-hmm. She sees the empty tomb. Sie sieht das leere Grab. She's looking at what you and I would call a fulfilled prophecy. Sie schaut etwas, was du und ich eine erfüllte Prophetie nennen würden, an. But see, this word see in the Greek, which as all of you know, is the language that the New Testament was written in. Aber dieses Wort sehen auf Griechisch, und ihr wisst natürlich, dass das die Sprache ist, in der das Neue Testament geschrieben that worden ist. That word see, dieses Wort sehen, it actually is the Greek word blepo. Ist auf Griechisch das Wort blepo. You know what blepo means in wisst Greek? Ihr, was blepo auf Griechisch bedeutet? It means she saw it, but she didn't understand what she was looking at. She was just looking with her eyes. Das heißt, sie sah es, aber sie hat nicht verstanden, was sie dort angeschaut hat. Sie sah es nur mit ihren Augen. Oh, stone's moved. Oh, der Stein ist weg. Tomb's empty. Das Grab ist leer. But she doesn't get it. Aber sie versteht es nicht. She doesn't. My God. She doesn't understand what she's looking at. Sie versteht nicht, was sie dort anschaut. How's that possible, guys? Wie ist das möglich, Leute? She knew the man. Sie kannte den Mann. She saw the miracles. Sie sah die Wunder. She heard the message. Sie hörte die Botschaft. She's looking right at it. Sie schaut es genau an. She didn't get it. Versteht es nicht. Just,
I don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen Bleppo, soll. She just saw with her eyes. Bleppo, sie sah nur mit ihren Augen. Mark, give me the picture of that lady laying in the hospital bed. I want you to take a look at this. Schaut mal das folgende Bild an. When you look at this picture, I have to ask you, what do you see? Wenn ihr dieses Bild anschaut, muss ich euch fragen, was siehst du? Looks like a woman, pregnant woman, lying in a hospital bed. Schaut so aus wie eine schwangere Frau, die in einem Krankenhausbett liegt. Two of our Metro Sunday School workers picked this woman up off the street. Blood coming out of her nose and mouth. Looked like a car had hit her. They just left her on the side of the road. Zwei unserer Metro Sonntagsschule Mitarbeiterinnen haben sie gefunden, wie sie dort auf der Straße lag. Blut kam aus ihrer Nase, aus ihrem Mund. Es sah so aus, als ob sie angefahren worden ist und dort liegen gelassen worden. Everybody's just walking by. Und alle laufen einfach nur vorbei. Our girls jumped out of the Sunday school truck. Unsere Mitarbeiterinnen steigen aus dem Sonntagsschulbus aus. Picked her up, took her to the hospital. Haben sie mitgenommen, ins Krankenhaus gebracht. Got her to the hospital. Brachten sie ins Krankenhaus. Only to find out, nur um dort herauszufinden, she's not pregnant at all. Dass sie gar nicht schwanger ist. Give me that next shot, Mark. Das nächste Bild bitte. Take a look at this. Schaut euch das mal an. This woman had this tumor growing in her, obviously for years. Diese Frau hat anscheinend diesen Tumor in sich gehabt, der jahrelang dort gewachsen ist. This is not a regular Sunday night service, folks. Das ist nicht normaler Sonntagsabendgottesdienst, Leute. This is real life. Das ist echtes Leben. I said this is real life. Das ist echtes Leben, habe ich gesagt. Amen. Oder? What do you see now? Was siehst du jetzt? Thanks, Mark. Take it down. What do you see now? Was siehst du jetzt? 60 seconds ago, you thought you were looking at a pregnant woman. But you were wrong, weren't you? Vor 60 Sekunden hast du gedacht, du wirst eine schwangere Frau anschauen, aber das war falsch, oder? See, that becomes the existential question for this hour. Und das wird für diese Stunde die existenzielle Frage für uns. What do you see? Was siehst du? When the man stopped and picked me up off the street. Als der Mann anhielt, um mich von der Straße mitzunehmen. What did he see? Was hat er gesehen? You see these pictures up here of these kids that are in desperate need of help. Er sieht diese Bilder von diesen Kindern hier vorne, die in verzweifelter Not und für Hilfe sind. Was siehst du? Mary looks in the tomb. She doesn't get it. Maria schaut ins Grab und sie versteht's nicht. Bleppo. Bleppo. Just sees with her eyes. Sieht nur mit ihren Augen. But I've got to hurry. Look at verse 6. Aber ich muss mich beeilen. Lass uns zum Vers 6 then gehen. Then Peter runs to the tomb. Dann rennt Petrus zum Grab. He looks in verse 6. Er schaut hinein im Vers 6. He sees the empty grave clothes. Er sieht die Grabkleider, die leer sind. He sees the empty tomb. Er sieht das leere Grab. He sees the exact same thing that Mary saw. Er sieht genau das Gleiche, was Maria gesehen he hat. Heard the message. Er hat auch die Botschaft he gehört. Knew the man. Er kannte den Mann. He saw the miracles. Er sah die Wunder. Now, he's looking in the tomb. Also er schaut jetzt ins Grab hinein. And in your Bible, it's seeth again. Same as when Mary looked in. Und in deiner Bibel ist wie das Wort sehen das gleiche, als Maria reinschaute. But see, in the Greek, aber it's a different word. Auf Griechisch ist es diesmal ein anderes Wort. It's not bleppo in verse 6. Im Vers 6 ist es nicht bleppo. When Peter looks in, it's the word theorio. Als Petrus hineinschaut, ist das Wort theoreo. Which is where we get the English word theory. Und da bekommen wir das deutsche Wort Theorie her. Peter looks in. Petrus schaut rein. He says he's gone. Er sagt, er ist weg. Is he risen? Ist er auferstanden? I don't know. Ich weiß es nicht. He said he was going to. Er hat gesagt, er würde. But I don't know for sure. Aber ich bin mir nicht ganz maybe sicher. He did? Vielleicht hat er es getan. Is it possible? Ist es möglich? We don't know. Wir wissen es nicht. What's he trying to do? Was versucht look er at jetzt? Me. Listen schau mich to an. Me. Hört mir zu. He's trying to put together a theory. Er versucht, eine Theorie aufzubauen. He's trying to figure it out with his mind. Er versucht, es mit seinem Verstand herauszufinden. Would be, let's get real intelligent. Lassen wir ganz intelligent werden hier. He was making a hypothesis. Er würde also eine Hypothese aufstellen. It wasn't quite, it wasn't. No. I'm trying, folks. Come on. Ich gebe mir Mühe, work Leute. With me here. Also ich versuche es ja I'm wirklich. Trying to learn this. Ich versuche das hier zu lernen. Peter looks in and he maybe, maybe not. I don't know. Petrus is it possible? Rein. Vielleicht, vielleicht nicht. Ist es möglich? Ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß see, nicht. Mary looked in. She just saw with her eyes. Maria schaut hinein, sie hat nur mit ihren Augen gesehen. Peter looks in, sees the same thing. Petrus schaut hinein, sieht genau das gleiche. But he's trying to figure it out with his head. Aber er versucht es mit seinem Verstand he's zu trying verstehen. To intellectualize it. Er versucht es zu intellektualisieren. I think Peter was German. Ich glaube, Petrus war Deutsch. I think he was Deutsch. Ich glaube, er war Deutsch. It's all about es geht alles nur um see, I've been coming over here just long enough. I got you guys figured out. Ich komme schon lange genug hier nach Deutschland, um euch zu verstehen. Just enough.
genug hier. Because it's all intellectual here, isn't it? Das alles hier ist so intellektuell, oder? Yeah. I've got an earned PhD from the University of Wales. Ich habe von der Universität von Wales einen Doktortitel bekommen, habe ich erworben. Didn't make me any smarter. Hat mich kein bisschen schlauer gemacht. Just cost a lot of money. Hat eine Menge Geld gekostet. Come on, Jesus. You guys know what I'm saying. Ihr wisst, was ich sagen möchte hier. Seid ihr you da? Understand what I'm saying. Versteht ihr, was ich meine? Mary looks and it's blepo. She just sees with her eyes. Maria schaut hinein, es ist nur blepo. Sie sieht mit ihren Augen. Peter looks and it's theorio. He's trying to figure it out. Petrus schaut hinein, es ist theorio. Er versucht es sich zusammenzureimen. Mark, give me the next picture. Take a look at this little boy up here. Schaut mal diesen kleinen Jungen jetzt an. His name is Jason. Dieser Junge heißt Jason. I found him in Nakuru, there in Kenya, where we have our Metro Sunday School. Ich habe ihn in Nakuru in Kenia gefunden, wo wir unsere Metro Sonntagsschule haben. Tumors like this are very common, and I know most of you guys know the reason. Tumore dort sind sehr gewöhnlich, und ich schätze mal, viele von euch wissen warum. They do not have access to clean drinking water. Sie haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. You know you're blessed. Ihr wisst, dass ihr gesegnet seid, oder? Okay, six of you do. That's not a good sign. Sechs von euch wissen das, das ist ein schlechtes Zeichen. So let me say it again, unless I have to go out there and slap some of you. Ich sag's noch mal, bevor ich runterkomme und jemand von euch schlagen muss. In Jesus' name, of course. Natürlich in Jesu Namen würde ich das tun. But I will slap you. Aber ich werde dich schlagen. Schlagen. Yes, I'm more schlagen you. Okay. Guys, you all know you're blessed. Leute, ihr wisst, dass ihr gesegnet seid, oder? You ought to be thanking God you were born here. Ihr solltet Gott wirklich Danke sagen, dass ihr hier geboren seid. I hope you know that. Ich hoffe, ihr wisst das. Yeah. Give me the picture. I didn't tell you to take it down. Leave that picture up there. See? I prayed for him. Give me the next shot now, Mark. Ich habe für ihn gebetet. I had some other preachers I was going to invite to pray for the boy, but when I asked the preachers to come around and lay hands on the tumor and pray, all the preachers left. They scattered. Ich wollte ein paar andere Prediger einladen, mit für den Jungen zu beten, aber als ich sie ihnen gesagt habe, die Hände auf den Tumor zu legen, dafür zu beten, sind sie alle verschwunden. They didn't want to put the hand on the tumor. Sie wollten ihre Hand nicht auf den Tumor legen. Why is it that some people move towards the need and other people move away? Wie kommt es, dass manche Leute auf die Not sich zubewegen und andere bewegen sich davon weg? Warum? What do you see? Thank you, Mark. Was siehst du? What do you see now? Was siehst du jetzt? Mary, she didn't understand it. Maria hat es nicht verstanden. Peter was trying to figure it out. Petrus hat versucht, es zu verstehen. What do you see? Was siehst du? Have we seen so many pictures like this on TV and maybe in National Geographic that it just doesn't click? I don't know. I'm asking you. What do you see? Haben wir schon so viele Bilder im Fernsehen und National Geographic gesehen, damit es gar nicht mehr Klick macht? Ich weiß nicht, ich frage euch, was siehst du? Give me the next picture, Mark. I want to ask you here, what do you see here? Ich frage dich nochmal, was siehst du hier? This isn't as easy to figure out. Das ist nicht ganz so einfach rauszufinden. But I'm going to explain it to you. Aber ich werde es dir mal erklären. Looks like, what do you think, John? Somebody making pottery. Es schaut so aus, wenn jemand Töpferei macht. I knew I had to take this picture myself. Because if I explained it to people without showing it to them, you wouldn't believe me. Ich wusste, ich musste das Bild wirklich nehmen und mitnehmen, weil wenn ich es versucht hätte zu erklären, hätte es mir nicht geglaubt. What are we looking at? Was schauen wir da an? Let me explain it to you. Ich erkläre euch das mal. In the country of Haiti. In Haiti, where children die on an average of 200 to 300 a day of starvation. Wo jeden Tag etwa 200 to 300 Kinder an Unterernährung sterben. You ever hold a dying kid in your arms? Hast du schon jemals ein sterbendes Kind im Arm gehalten? I'm hoping someday some of you will go with me to some of these places I go. Ich hoffe, dass eines Tages ein paar von euch an ein paar von diesen Orten mitgehen, wo ich hingehe. I don't know if you're up for that. Ich weiß nicht, ob ihr dafür bereit seid. Maybe some of you are. Vielleicht sind es einige von euch. Maybe. Vielleicht. You ever hold a kid and you watch the eyes go back? And they're gone. Hast du jemals ein Kind im Arm gehalten und zugeschaut, wie die Augen nach hinten rollen und dann sind sie weg? But you've never done that, have you? Was hast du noch nicht gemacht, oder? Yeah. Maybe someday. Vielleicht eines Tages. Maybe. Vielleicht. And as these kids are dying of starvation, they're just crying uncontrollably. Und während diese Kinder an Unterernährung, an verhungern, so what the government does, government takes dirt, mixes it with water, turns it into mud. Fangen sie an, unkontrolliert zu schreien. Die Regierung nimmt Dreck, mischt es mit Wasser und macht zu Schlamm. And makes those. Und macht diese. Mud pies. So Schlammkuchen. That's what they are, mud pies. Schlammkuchen. The government actually calls them mud pies. Die Regierung nennt sie Schlammkuchen. So when the kids are crying,
Also wenn die Kinder schreien, the government feeds them dirt. Gibt die Regierung ihnen Dreck zu essen. Stops them from crying until they die. Dann hören sie auf zu weinen, bis sie endgültig sterben. But you didn't know that, did you? Aber das wusstet ihr nicht, oder? Now you do. Jetzt weißt du es. And the interesting thing about truth, und die interessante Sache bezüglich Wahrheit, once you know it, sobald du sie weißt, you can't unknow it. Kannst du sie nicht mehr unwissend machen. Can you? Oder? No. Nein. Now you know it. Jetzt weißt du es. Mary looks in, Bleppo just sees with her eyes. Maria schaut hinein, Bleppo sieht nur mit ihren Augen. Peter looks in, Theorio. Petrus schaut hinein, Theorio. Trying to figure out with his head. Versucht mit seinem Verstand es zu verstehen. But then verse 8, John shows up. Aber dann Vers 8 kommt Johannes. He looks in. Er schaut hinein. And he saw. Und er sah. But it's a different Greek word again. Aber es ist wiederum ein anderes griechisches Wort. It's the Greek word eido, E-I-D-O, eido. Das griechische Wort eido. You know what eido means in the Greek? Was auf Griechisch eido bedeutet? It says it. He saw and he believed. Er sah und er glaubte. My God. He saw. Er sah. It clicked. Und es hat Klick gemacht. Bleppo. Bleppo. Theorio. Theorio. Eido. Eido. Three people. Drei Menschen. God help. They all saw the same thing. Sie alle sahen das Gleiche. But they saw it three different ways. Aber sie sahen es auf drei unterschiedliche Weise. That's why I'm asking you tonight, what do you see? Deswegen frage ich dich heute Abend, was siehst du? When I found that little girl in the Philippines, I was walking through the garbage dump. You saw me in the video where the kids live. They live in the garbage dump. Als ich das kleine Mädchen auf dem Müllberg fand, auf den Philippinen auf dem Müllberg, ihr habt es im Video gesehen, wo die Kinder dort leben. I saw her ponytail sticking out of the garbage. Da sah ich, wie so ein Pferdeschwanz aus dem Müll rausschaut. Ich habe den Müll zur Seite I geschoben. Rolled her out of the garbage. Ich habe sie aus dem Müll rausgedreht. Her face was covered with ants. Und ihr Gesicht war mit Ameisen bedeckt. The ants had eaten the eyeballs out of her head. Und die Ameisen haben die Augäpfel aus ihrem Gesicht herausgefressen. The one preacher that was with me walked over and threw up. Der eine Prediger, der mit mir war, ist zur Seite und hat sich übergeben. The other preacher just walked away. Und der andere ist einfach gegangen. So I'm standing here looking at this dead kid. Und ich stehe also da und schaue dieses tote Kind an. You heard what I said. Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. I saw her. Ich sah sie. God, I saw her. Ich sah sie. And I said, God, if this is how these kids live and die. Ich habe gesagt, Gott, wenn das die Art und Weise ist, wie diese Kinder hier leben und sterben, has to do Sunday school here. Dann muss irgendjemand hier Sonntagsschule in the garbage machen, dump. Auf dem Müllberg. And we do. Und wir machen das. 26,000 of them came to Sunday school last week. Letzte Woche kamen 26,000 zur Sonntagsschule. What do you see? Was siehst du? I'm asking you guys. Ich frage euch. What do you see? Was siehst du? It's a big world out there. Es ist eine große Welt da draußen. But you know that. Aber das wisst ihr ja schon, oder? Father, Vater, I thank you. Wir danken dir. For my friends. Für meine Freunde. And I ask you now in the quietness of the moment. Wir bitten dich jetzt in der Stille dieses Augenblicks. In the quietness of this moment. In der Stille dieses Momentes. Now we have to answer the question. Wir müssen jetzt die Frage beantworten. I had him play this song for a reason. It's called Open the Eyes of My Heart. Some of you know the song. Ich habe sie gebeten, dieses Lied zu spielen aus einem ganz bestimmten Grund. Das heißt, Herr, öffne du mir die Augen. For this service. Es ist mein Gebet für diesen Gottesdienst. That somehow you'll see things differently tonight. Dass irgendwie du heute Abend die Dinge anders sehen wirst. It's not enough to be stirred. You have to be moved to action now. Es reicht nicht, um nur aufgewühlt zu sein. Du musst bewegt werden zur Aktion hin. That's the purpose of this Sunday. It's a call to action. Das ist das Ziel dieses Sonntags, ein Ruf zur Aktion. There's been enough talk. Es gab genug Reden. Days of talking are done. Die Tage des Redens sind vorbei. It's time for action. Es ist Zeit für Aktion. And you know that. Und das wisst ihr. So Father, I pray for my friends. Vater, ich bete für meine Freunde. What they've heard from your word, what they've seen on the screen. Was sie von deinem Wort gehört haben, was sie auf den Bildschirmen gesehen haben. Let it move us to action. Lass es uns heute zu Bewegung, zu Handlung hinführen. There's so many ways we can be involved. So many ways right here we can make a difference. Es gibt so viele Möglichkeiten, beteiligt zu sein, so viele Möglichkeiten hier einen Unterschied zu machen. But the days of talk are done now. Aber die Tage des Redens sind vorbei jetzt.
And thank you for the man who picked me up off the street. Ich danke für den Mann, der mich von der Straße mitgenommen hat. He's old now. Er ist jetzt alt. He's old. Er ist jetzt alt. But because one man cared. Aber weil ein Mensch sich gekümmert hat.